So, herzlich willkommen zurück zu Train Fever Projekt 2000 und wir fahren jetzt mit der neuen S1 von erstmal durch die Waschanlage und dann von Heiligquell nach Super City. Mal gucken, wie das wird. Warte, stopp mal, stopp mal, stopp mal. Ich hoffe, ich habe die richtig eingestellt. Weil ich nämlich, glaube ich, vergessen habe, die Rückfahrt einzustellen. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass ich vergessen habe, die Rückfahrt einzustellen. Der muss ja hin und soll dieselbe Strecke wieder zurückfahren. Über die ganzen Stationen. Ich glaube, das habe ich gerade einfach vergessen. Weiß ich aber nicht ganz genau. Muss ich gucken. Ich habe jetzt gerade mal das Fenster aufgemacht. Ich habe auch gegen irgendwas habe ich noch eine Allergie, aber ist das hier unter? Das ist unter Heiligquell. Ja, der unter Heiligquell muss wieder was hinzufügen. Dann fährt er wieder über Heiligquell. Heiligquell-Abzweig. Transfer. Ich muss die nochmal alle umbenennen hier. Die ganzen Bahnhöfe. Das kann er vielleicht sogar auf Screen machen. So. Ich glaube, es ist nicht so spannend, aber ich glaube, vielleicht mache ich es auch gleich mit euch zusammen. Das werde ich dann einfach spontan entscheiden. So, jetzt haben wir alles richtig eingestellt und dann können wir jetzt auch losfahren. Mit der S-Bahn. Ach ja, der fährt ja jetzt gar nicht hier. Der fährt ja jetzt gar nicht hier von dem Bahnhof. Der fährt ja jetzt wahrscheinlich. Ach, unser neuen Bahnhof wird ja gar nicht anfangen. Gut, ich weiß, glaube ich, was ich mache. Ich verlasse ihn erstmal aufs Gleis drauf fahren. Habe ich hier überhaupt Signale hingestellt auf der Strecke? Oh, fuck. Ja, siehst du mal, will ich wieder mitfahren. Und dann habe ich wieder die Hälfte der vergessen, weil ich keine Signale habe. Schlaukopf hier wieder. Jetzt wollte ich mal die anderen Signale ausprobieren, aber vorher speichere ich nochmal bitte. Ja. So. Wo haben wir denn die? Die hier, ne? Die fand ich halt die Kompaktsignale. Ich weiß halt echt nicht, wie man die genaue Signalkunde, wie man die genau einsetzt. Aber ich finde die halt ganz nett. Also sie sind realistisch, weil ich glaube, die sehe ich nämlich öfter auf auch auf Gleisen hier. Können die überhaupt wechseln? Hä, haben die hier keine Möglichkeit zu switchen? Ich dachte, ich hätte das eingebaut. Anscheinend nicht, sonst würde es ja so gehen. Aber warum fährt denn die überhaupt los? Ach, die kommt ja da vorne im Bahnhof, kommt die ja rein. Stimmt, ich hab's vergessen. Na ja, gut. Fehler von mir. Wir machen das jetzt einfach mal so, mal gucken, ob das geht, ob wir genug Platz dafür haben. Wahrscheinlich nicht. Müssten wir jetzt so langsam wieder in Richtung Brücke kommen. Ja, jetzt kommen wir auf die Brücke und dann können wir hier noch einen die Möglichkeit geben, hier drüber zu fahren. Und dann können wir, sagen wir einfach mal, hier. Obwohl hier so eine Signalbrücke wäre halt hier super, ne? Das habe ich doch auch schon mal gemacht, diese Signalbrücken. Warte. Das müsste doch. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu lange dauert, aber ich will es halt mal ausprobieren. Das finde ich halt mega mit diesen Signalbrücken. Müsste hier irgendwo sein? Da glaube ich. Nein, da auch nicht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das da ist. Diese Signalbrücken. Oder die? Hier haben wir sie. So. Dann nehmen wir hier den Teil hier. Zack. 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 Und dann hier. Zack. Sieht halt mega cool aus. Und dann können wir nämlich die Signale da oben aufhängen, sozusagen. Finde ich halt mega. So, ich weiß nicht, welches jetzt. Ich habe keine Ahnung von den Signalen her. Vielleicht steht da ein bisschen was rechts vom Gleis an Signalbrücken. Einfahrsignal. Nein, ich suche kein Einfahrsignal. Ich suche ein Einfahrsignal. Sind alles Einfahrsignale, ne? Selbstblocksignal. Ah, okay. Ne, hier sind noch Selbstblocksignale. Hier brauchen wir keine Einfahrsignale. Jetzt falsch rum? Na, das ist schon richtig rum, aber es ist ein bisschen weit hinten noch. So, nochmal. Wenn ja, kann ich die da nicht ranhängen. Das ist ja auch doof. Ich hätte gedacht, ich kann die da ranhängen. Das ging doch letztes Mal, dass ich die da dranhänge. So, bitte, geht doch. Na, ist trotzdem nicht richtig dran. Wir müssen noch ein Stück nach hinten.
Das ist eine ganz schöne Fummelarbeit, dass die da ganz schön ganz gut dran passen. Jetzt wollten wir eigentlich direkt am Anfang mitfahren. Jetzt hasst er mich schon wieder, weil ich wieder Schönbau mache. Bin aber auch ein Arschloch, was das angeht. Ach, scheiß drauf, komm. Dann eben werde ich später nochmal umbauen, die Signale, aber ich möchte euch jetzt nicht ärgern. Deswegen entscheide ich mich jetzt, die anderen Signale zu nehmen. Kompaktsignal. Sowas vielleicht. So. Wenn ich hier mal da, wenn ich jetzt hier rechts ein Signal hinsetzen. Hier, hey, komm. Wir gehen doch gerade irgendwo. Ich möchte hier ein Signal hinsetzen. Geht das nicht? So, jetzt hier. Danke. Weißt du, was wir machen? Wir halten die gesamte Anlage erstmal an. Müssen auch hier auch irgendwo ein Signal hinsetzen können. Ach, auf die andere Seite. Ah! So, jetzt hier. Das ging doch gerade so. Irgendwie. Ja. Ist ein bisschen ungleichmäßig, ne? Ist egal. Geht mir jetzt gerade weniger darum. Hier brauchen wir noch ein Ausfahrtssignal von dem Teil hier. Eigentlich würden die vielleicht sogar Zwergsignale reichen, aber für diese Ausfahrt hier, für die wichtige Ausfahrt, mache ich keine Zwergsignale. So. 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 Ich weiß nicht, ob das. Ja, ich glaube, ich mal lasse das mal so. Passt schon so. Dann können die ja alle rausfahren. Und Einfahrsignale kommen mir nachher aus der Richtung nochmal, aber ich glaube, ich lasse es erstmal so. Ist wahrscheinlich überhaupt nicht richtig mit den Signalen, aber es ist mir gerade ein bisschen egal. Ich will jetzt eigentlich mitfahren. So, jetzt haben die wenigsten Signale erstmal hier. Was ich jetzt gleich machen werde, ist erstmal die Lok in die andere Richtung ändern. Also sie soll jetzt hier auf die Strecke fahren und soll dann die Richtung ändern einmal. Wenden bitte. So, jetzt fahren wir nämlich mit. Und jetzt fährt die nämlich hinten in den Bahnhof ein, denke ich. Genau, das war so geplant. So. Hier muss man mal moderne Gleise vielleicht in den Bahnhof legen, das sieht schöner aus. Aber eine Kleinigkeit, die wir auf jeden Fall machen. Aber sonst finde ich das Gebiet hier mittlerweile echt ganz schön. Mit dem Netto, da hinten der Ikea und so. Ja, sieht nett aus. So, im Moment sitzt ja noch keiner drin. Wir kommen ja gerade aus dem Werk, deswegen brauchen wir auch noch keine Ankündigung hier für den Bahnhof machen, sondern machen das erst, wenn wir hier auch im Bahnhof. Soll ich mal eine Bahnhofsdurchsage machen? Ding dong. Auf Gleis 5 steht für Sie bereit S1 nach Super City Fernverkehrsbahnhof. Das war jetzt der Bahnhof, würde ich sagen. Und jetzt kann ich gleich schon mal die Fahrgäste begrüßen. Eigentlich ist es im S-Bahn ja immer so eine automatisierte Ansage, nur das sieht. Heute ist mal so ein Zugbegleiter, der das echt gerne auch, der mal selber spricht. Oder die Anlage ist kaputt. Mal gucken. Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in der S1 von Heiligquell Flughafen nach Super City Fernverkehrsbahnhof über Heiligquell Hauptbahnhof, Super City Hauptbahnhof, Super City Pluswerke. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Unser nächster Haltepunkt ist Heiligquell Hauptbahnhof. Also ich werde jetzt auch nicht vor jedem Bahnhof das ankündigen, sondern ich werde das mal am Anfang der Sache ankündigen, wo wir als nächstes halten. Weil das ist ja so kurz teilweise bei der S-Bahn, wie die fährt. Deswegen passt das schon. Man fährt die eigentlich auf dem linken Gleis? Kann die hier vorne nochmal switchen? Warum fährt denn die hier auf dem linken Gleis? Kann die nicht rüber aufs rechte wechseln? Stopp mal eben. Soll natürlich nicht auf dem linken fahren, weil das ist gegen den. Nee, das geht nicht. Ja gut, dann müssen wir.
Lassen wir sie hier hinten nochmal switchen. Weil das ist natürlich Quatsch, wenn sie auf einmal auf dem linken Gleis fährt. Können wir hier vielleicht nochmal auch ein Signal hinsetzen. So. Und ja. Dann fahren wir weiter, ne? Müsste jetzt wieder gehen, müsste jetzt wieder auf der richtigen Seite sein. Ich hoffe, dass sie gleich switcht. Das werden wir sehen. Ja, im niederländischen Bahnhof, weil die deutsche Version leider nicht ging. Aber ein bisschen international ist auch nicht schlecht. So. Wir haben schon Österreich, jetzt bauen wir nur noch einen Schweizer Bahnhof irgendwo, das werden wir auch noch machen. Ich glaube, ich baue das auch noch im Weißwasser, da das ganz gut zur Schweiz passt, da das ja an Heisenberg angelehnt ist und der ja nun mal Schweizer ist. Deswegen, glaube ich, bauen wir da einen Schweizer Bahnhof hin. Kein Weg elektrisch, warte mal eben. Das ist natürlich doof. Ach, guck mal einer an, hier haben wir gar keine, hier haben wir gar keinen Strom. Ja, dann kann das auch nicht werden. Das ist, glaube ich, die Mitfahrt der Ausbesserung, weil wir die ganze Zeit merken, dass wir noch irgendwelche Fehler auf der Strecke haben. So. Willkommen an Bord der S1 nach Supercity Fernverkehrsbahnhof über Supercity Hauptbahnhof, Seekaffee und Supercity Pluswerke. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Jetzt wechselt er aufs linke Gleis, aber er muss eigentlich auf dem rechten sein, oder? Was macht er denn jetzt? Ach, er wechselt jetzt wieder rüber, okay. Naja, lass ihn machen. Jetzt auf jeden Fall auf der richtigen Seite, das ist gut. Mal gucken, ob wir gleich auch eine andere Straßenbahn, eine Eisenbahn mal kreuzen. Ich hoffe nicht, dass die irgendwie gedreht haben oder sich staunen, weil sie da hinten nicht mehr zum Bahnhof kommen. Das könnte ich mir sogar vorstellen. So. Wir erreichen gleich Supercity Seekaffee. Wir wünschen allen aussteigenden Fahrgästen noch einen schönen Tag. Ich habe es vorhin nicht angekündigt bei der Abfahrt, deswegen musste ich jetzt nochmal gerade machen. Was ein bisschen doof finde, dass ich keine anderen Züge entgegenkomme. Ich glaube, irgendwas stimmt da wahrscheinlich hinten noch nicht und irgendwie haben die alle gedreht. Das gucken wir aber, nachdem wir mitgefahren sind. Ob das alles stimmt. Mal gucken, was wir jetzt gerade so erhalten an Sachen. An neuen Sachen. Ah, wir haben schon 2020. Krass. Hab doch nicht gedacht. Ach, guck mal, da fährt aber der Güterzug fährt den noch durch. Fährt doch auf dem richtigen Gleis. Das ist gut. Kollegen. Wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr denn bitte schön hin? Habt ihr wieder keinen Strom irgendwo oder was? Heiligquell wieder halten. Warum auch immer. So. Mal gucken, ob da irgendwas nicht stimmt. Also irgendwie wirklich die Mitfahrt der... die chaotische Mitfahrt, weil die ganze Zeit nicht da fahren, wo sie fahren sollen. So. Müssen wir mal gleich die Strecke aufrufen. Irgendwas stimmt aber wieder überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht so geplant. Wirklich ein bisschen chaotisch. Also, Heiligquell. Heiligquell Abzweig, Supercity Transfer. Das müsste passen, ja. Hier muss wirklich irgendwie ein Fehler wieder in der Strecke dann sein. Deswegen, ich schaue mir das Ganze mal an. Wahrscheinlich irgendwie kein Weg elektrisch oder sowas. Wir schauen mal eben, ob es ein Problem gibt. Ich hätte ja gerne mal durchgängig, ich wäre ja gerne durchgängig mitgefahren, aber irgendwie haben wir die ganze kleine Problemchen. So müssen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal einstellen, dass die innen halten, die Loks, das haben wir, die S-Bahn, das haben wir nämlich auch noch nicht eingestellt.
So. Ist hier irgendwo ein Problem? Ich sehe gar kein Problem. Hä? Er fährt hier auch wieder raus. Dahinter steht die Bahn. Ist auch richtig. Wo fährt die jetzt nächstes hin? King's Landing. Ja, da soll es auch hin. Gut. Was ist das denn hier? Super City Norden. Das ist Super City Abzweig, ne? Super City Transfer ist das. Ja, genau. Das müssen wir nochmal umändern. Hier ist kein Stromfehler. Hier ist kein Stromfehler. Ja, auch nicht. Wende nochmal bitte. Wenn wir sehen, was er gleich sagt, wenn sie da rausfahren will. Jetzt geht's. Komisch. Warum wollte sie denn gerade wenden? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, gut. Mal gucken, wo die gleich im anderen Bahnhof hält, ob die da auf den richtigen Gleisen halt hält, wo sie halten soll. Aber die Strecke ist echt schon schön, die hier fährt. Die S-Bahn. Jetzt kommen wir gleich zu den Pluswerken, wo ich auch noch ein bisschen was umbauen möchte. Ich habe in dieser Folge fast gar nichts, weil wir einfach die ganze Zeit nur mitgefahren sind und die ganze Zeit Sachen korrigiert haben. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir erreichen jetzt Super City Pluswerke. So. Ich habe auch gerade angekündigt, ich habe die Leute gar nicht begrüßt in der Bahn, habe ich jetzt gerade vorhin verpennt. Aber passt schon. In der S-Bahn wird man noch nicht mal begrüßt. Ja, eigentlich wäre es sinnvoll, in der Mitte zu halten, weil da ist gar kein Bahnsteig, wo er gerade hält. Naja, gut. Nämlich, wir haben mal außen den Tier gar keinen Bahnsteig. Warum wendet der immer? Das muss mir jemand erklären, warum der immer am Wenden ist. So. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie in der S1 nach Super City Fernverkehrsbahnhof. Unser nächster Haltepunkt ist Super City Hauptbahnhof. Verkehr ist hier schon, aber irgendwie kommt hier auf der. Hier kommt kein Dostos irgendwie lang, warum auch immer. Ach nein, warum wendest du denn schon wieder? Nicht wenden, weiterfahren. Kein Weg elektrisch, okay. Da ist wahrscheinlich irgendwo der Fehler, weswegen auch die ganze Zeit am Wenden ist. Hier ist elektrisch. Hier auch. Hier auch. Haben wir im Bahnhof keinen. Das kann natürlich sein, dass ein Bahnhof jetzt keinen Strom hat. Naja, hier haben wir auch Strom. Passt. Ja. Hier steht die Bahn noch drin. Die sagt wahrscheinlich auch keinen Strom, oder? Was sagt sie? Kein Weg elektrisch. Gut, das scheint wirklich das Problem zu sein. Das ist wirklich eine lange S-Bahn hier, ne? Aber ist in Ordnung.
Ich hoffe, die kann auch an jeden halt, an jeden Punkt halten. Nicht, dass sie zu lang ist. Das habe ich jetzt gar nicht so überprüft. Aber gut. Aber der Lied ist halt schon wirklich ein wunderschöner Bahnhof. Kann man nichts sagen. So, kein Weg elektrisch, sagt er. Das heißt, auf irgendeinem Teil zwischen Super City Hauptbahnhof und der Strecke muss irgendwo kein Strom sein. Was ich mir echt nicht vorstellen kann, weil diese Strecke ist hundertprozentig elektrifiziert. Hier passt auch alles. Ach, hier, guck mal einer an. Da ist der Teil. Ich hab's gefunden. Dieser Teil ist nicht elektrifiziert. So, zack. Sehr schön. Fährt er jetzt lang? Ah, jetzt fährt er richtig. Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen in der S1 nach Super City Fernverkehrsbahnhof. Unser nächster Haltepunkt ist auch Super City Fernverkehrsbahnhof. Das ist unser Endpunkt. Wir bitten dort, alle Fahrgäste auszusteigen. Ich glaube, der andere ist jetzt gerade auf der Strecke, ne? Die andere S-Bahn fährt jetzt gerade hier raus. Kann noch ein bisschen dauern, bis wir die spielen, bis die raus ist. Können wir mal angucken, ob die sich jetzt hier lang schlängelt. Da kommt sie. Ne, doch nicht, da ist sie doch. Hier ist die lange S-Bahn. Die jetzt hier durchfährt. Ich finde halt diesen Tunnel auch mega, ne? Also vor allen Dingen, als ich früher da mal ICEs, ich habe meinen Testweise auch schon mal hier ICEs durchfahren lassen. Im Testspielstand, das sieht halt mega aus. Ich finde das halt mega, wenn die hier so rauskommen aus der... Das gucken wir uns jetzt auch nochmal an, wie die S-Bahn hier rauskommt. Aus dem Tunnel. Da kommt sie. So. Ja, wirklich lang, die ist wirklich, wirklich lang. Warum hält die denn da? Da kommt die doch nie wieder nach da. Wahrscheinlich kommt gleich wieder kein Weg. Ja, wenn du da hältst, ist auch kein Wunder, wenn du da reinfährst in den Bahnhof. Ist jetzt wieder frei oder kommt erst noch die andere S-Bahn, die durch will? Fährt sie jetzt? Ne, sie steht immer noch. Auf wen wartet sie denn? Ich glaube, wir müssen hier mal eine Ausweichstrecke bauen, dass sie hier aneinander vorbei können. Oder zumindest hier eine Möglichkeit bauen, dass sie hier hinfahren können. Fällt mir gerade auf. Das wäre halt auch logisch. Ich frage mich auch, warum die Signale hier links sind und nicht rechts. Das ist mir in Deutschland nicht so aufgefallen. Ist das in Deutschland, dass die Signale links sind? Ich weiß es nicht. Was wir auf jeden Fall mal machen sollten, ist nicht, dass wir die ganze Zeit Quatsch bauen, die Signale nachher wieder austauschen darf, weil die überhaupt nicht realistisch sind. Ich habe so gedacht, das ist hier ein Standardsignal, aber ich habe keine Ahnung. So, zack. Ja, das passt. Dann können die nämlich hier rausfahren. Ne, hier kommt sie ja gar nicht rüber. Die muss ja... Bleibt ja die ganze Zeit links auf der Strecke, ne? Das ist natürlich auch Quatsch, wenn sie die ganze Zeit links auf der Strecke bleibt. Das können wir nicht machen. Das heißt, wir müssen hier nochmal ein Stück wieder wegreißen. Das ist echt die Mitfahrt der... Die chaotischste Mitfahrt, die ich hier hatte, weil ich hier doch noch was umbauen muss. Aber so ist es halt in Train Fever, ne? Man merkt immer nicht, dass man irgendwie einen Fehler gemacht hat, merkt dann, oh, das geht natürlich so nicht. Weil hier zum Beispiel müssen wir dafür sorgen, dass die beiden aneinander vorbeifahren können, zumindest an einer Stelle. Zumindest den Teil können wir noch ein bisschen wegnehmen. So. Möglichst noch ein bisschen zusammenbehalten und dann hier rüber. Zack. Krümmung zu groß, war klar.
Genau, das wollte ich haben, dass die hier nochmal rüber wechseln können. So. Sehr schön. Jetzt können die halt hier noch aneinander vorbeifahren, das ist wichtig. So. Wo ist meine Bahn? Da vorne fährt sie. Mal gucken. So. Ich mag diese Strecke hier durch den Wald halt echt mega. Also die ist wirklich super. Habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt, aber die ist cool so mitten durch den Wald. Dann durch diesen Tunnel so unter den Strecken durch. Hat schon was. Ach guck mal, die Trams werden langsam zu alt. Na ja, gut, lass das zu alt werden. So. Da hinten fahren unsere Dampfloks. Die in Richtung, die unser das Erz und Kohle bringen. Die sind natürlich jetzt auf derselben Strecke unterwegs. So kann es sein, dass die noch ein bisschen warten muss. Kommt aber vor. Die wechseln komischerweise auf linke Gleis. Naja gut, lass wir machen. Fährt die andere S-Bahn? Fährt die auch los, oder? Warte auf freie Wege angeblich. Wie, die hat doch die Möglichkeit hier rauszufahren und bis da vorne an das Signal ranzufahren. Warum wartet sie denn jetzt? Das verstehe ich jetzt echt gerade nicht.